Oh, Bunny, seid ihr wieder? Oh, ich verstehe. Also, Lila, bist du bereit? Ja, Ryan, ich bin bereit. Das Geschenk ist im Schrank, aber zuerst... Ein Luftballon? So verträumt. Diese Shorts sind für dich. Ich denke, du wirst darin sehr cool aussehen. Nun, Ryan, sie sind zu kurz. Und ich bin Schuljournalistin und die rechte Hand von Lehrer Mike. Ich kann sie in der Schule nicht tragen. Tut mir leid, das geht nicht. Oh mein Gott. Lila, dann zieh sie wenigstens so kurz an. Die sind richtig, richtig cool, okay? Okay, Ryan. Bring die Shorts hier rüber, ich zieh sie an. Aber ich brauche ein Oberteil. Lila, mach dir keine Sorgen, ich werde schon finden. Wo? Von den Cheerleader-Bunnies. Na los, dann such. Hey, durchsuch nicht die Schränke der Cheerleader. Lila, hier ist das Oberteil. Maskottchen, lass mich mal machen, okay? Verstehst du? Lila, probier's an. Ich hoffe, die Bunny-Cheerleader tun mir nicht weh. Ich zieh mich jetzt um. Lila, ich warte auf dich. Ich bin so glücklich. Wir haben vor kurzem diesen verlassenen Zoo gefunden. Die Tiere dort brauchen dringend unsere Hilfe. Hilf uns, diese armen Kreaturen zu retten und ihnen einen gemütlichen Lebensraum zu bauen. Lade unser Spiel herunter und lass uns an die Arbeit gehen. Die Pandas, Elefanten und Löwen brauchen unsere Hilfe. Du bist nicht glücklich, sondern verrückt, okay? Und weißt du, dass niemand das Recht hat, in die Schränke der Cheerleader zu schauen und um ihre Sachen mitzunehmen, noch viel weniger, ja? Maskottchen, ich bin Ryan und ich bin verliebt und ich darf das machen, okay? Leute, gebt mir wenigstens ein Trinkgeld. In letzter Zeit gebt ihr mir kein Trinkgeld mehr. Wir haben aufgehört, etwas zu geben, weil in letzter Zeit alles im Café nicht mehr schmeckt. Ja, Gigi ist heute nicht zur Schule gekommen, weil sie einen schlechten Milchkaffee von euch bekommen hat. Okay, wir werden uns bemühen. Okay, schikaniert Pizza nicht. Das ist, glaube ich, heute ein guter Milchkaffee. Hier, bitte. Bros. Vielen Dank, Bros. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ihr müsst freundlich sein. Ja, natürlich habe ich ein Trinkgeld gegeben. Eins, zwei, drei. Jungs, schaut. Wir haben neue Kleidung. Wie gefällt euch das? Kostja, wo ist dein Wow? Dima, wo ist Bombe, Kanone, Rakete? Wow. Baby, magst du das? Oh ja. Dima, und? Grünstoff, natürlich ist es schön, aber du hast vielleicht vergessen, dass wir nicht mehr zusammen sind. Scheiße, Dima, hör auf zusammenzubrechen. Nun, du hast dich doch in mich verliebt. Du liebst Diana natürlich immer noch, aber ich bin doch viel cooler. Pizza, nimm schnell die Bestellungen auf. Die Mädchen sind da. Es wird viele Bestellungen gegeben. Hier ist das Trinkgeld. Eis, mach uns zwei Tees. Pfefferminze, wir müssen uns beruhigen. Oh, die hysterischen Frösche sind da. Julie, wen interessieren schon die Frösche? Du hast gesehen, wie Pizza mich geküsst hat. Pizza, noch einen Milchkaffee bitte, ja? Hörst du, Bros? Willst du etwa einen Kuss von Pizza? Hast du den Verstand verloren? Scheiße, scheiße. Ich glaube, wir verlieren die Basketballer. Vielleicht müssen wir selbst etwas ändern. Die Bunnies verändern sich ständig. Hast du Geld dafür? Das habe ich. Aber ich muss mir Feuchttücher kaufen. Welche Feuchttücher? Wir brauchen neue Kleidung. Erledigt. Knopper, könnt ihr mir erklären, was hier vor sich geht? Warum sind wir alle so rosa? Knopper, verstehst du denn nicht? Das ist die Rache an den Basketballern. Knopper, sag mir ehrlich, macht es dir Spaß, wenn dein Timo mit den Fröschen rummacht? Das haben wir gestern mit ihnen gemacht. Sie waren wirklich überrascht. Sie waren fassungslos. Wirklich. Glaubst du, dass Timo auch von mir verblüfft sein wird? Knopper, Liebes, wir haben nicht das Ziel, dass die Basketballspieler die Frogs verlassen und zu uns zurückkommen. Wir wollen, dass sie nämlich verstehen, wen sie verloren haben. Und erst gestern hatten Max und Smiles schon herausgefunden. Okay, Mädels, ich verstehe euch. Also, lasst uns rebellieren, ihr rosa Rebellen. Lasst uns rebellieren. Max, genauer sein bei den Abläufen. Ich versuche alles. Ja, das sieht gut aus. Weiter so, weiter so. Haut rein, haut rein. Basketballspieler, ihr habt nach mir gerufen? Oh, Maskottchen, hallo, komm doch rein. Bruder, komm und spiel mit uns. Maskottchen, komm her, okay? Kurz gesagt, wir haben ein Geschäft für dich. Das ist verdächtig. Und was ist euer Problem? Kurzum, Maskottchen, wir haben ein Geschäft für dich, okay? Du musst uns einfach helfen dabei, ja? Ja, genau. Einfach nur ein Gespräch über Mädchen. Setzen wir uns, komm. Ich werde mit euch nicht über die Mädchen sprechen, ja? Komm schon, Maskottchen. Wir wollen nur, dass das Team wieder zusammenkommt, okay? Ja, du redest ja richtig oft mit den Mädchen. Gib uns einen Rat, okay? Bitte. Kurz gesagt, Maskottchen, wir verstehen, dass wir schuld sind, weil wir ja mit den Fröschen am Start waren. Aber wir wollen die Mädchen wirklich zurück. Glaubst du, dass sie uns mit diesen Geschenken hier verzeihen werden? Leute, was habt ihr mit diesen Geschenken vor? Macht euch einfach nicht lächerlich, okay? Wie meinst du das? Was meinst du damit, dass ihr uns durch diese Geschenke nicht verzeihen werden? Guck mal, das ist ein exklusives Album. Knopper liebt all diese Dinge. Timo wird es ihr geben. Sie wird ihm sofort verzeihen. Und dann klebt sie all diese Bilder von ihr und Timo darauf. Es wird so cool. Und Max wird dies Mary hier geben. Sieh dir die Aufkleber an. Sie liebt sie einfach. Und natürlich werde ich Diana den Hasen geben. Sie liebt sie so sehr. Sie wird es in ihre Aktentasche hängen und sich daran erinnern, dass ich es ihr geschenkt habe. Also Leute, versucht's einfach. Ich kann euch hier einfach nicht helfen. Ja.
Mann, Leute, meint er, dass wir es wirklich mit diesen Geschenken weiterhin vermasseln? Was sollen wir sonst machen? Wie kriegen wir das wieder hin? Also Leute, beruhigt euch. Wir müssen uns überlegen, was wir als nächstes tun. Wir werden unsere Mädchen bestimmt zurückbekommen. Layla will nicht mal meine Shorts anprobieren, die ich ihr geschenkt habe. Oh Mann. Ryan, bist du völlig verblödet? Siehst du, was es ist? Ja, ich weiß, dass ihr zusammen seid. Ihr seid ein Paar. Aber was ist das? Was hast du ihr angezogen? Sie ist eine Journalistin. Layla, ich habe es Ryan gesagt. Ich habe es ihm gesagt. Layla, du bist wunderschön. Du bist echt die Beste. Du bist einfach umwerfend. Danke, Ryan. Ryan, wusstest du, dass es vorbei ist? Wenn der Schulleiter oder Lehrer Mike diese ganze Pracht sieht? Was soll das, Ryan? Ich verstehe das nicht. Weißt du was, Ryan? Das gefällt mir. Und Ryan gefällt es doch auch. Layla, lass uns ins Café gehen. Wir sind das coolste Paar der Schule und alle sollen das sehen. Los geht's. Und was ist mit mir? Ich meine... Nun, Jana... Wir haben eine Beziehung, du verstehst doch, oder? Gehen wir. Ich bin wirklich dumm. Warum habe ich Layla geholfen, sich mit diesem Ryan einzulassen? Ich bin wirklich dumm. Verdammt. Und dass ich jetzt ohne eine Freundin dastehe. Nastia, geh und mach Eis sehr nervös. Nein, Diana, das will ich nicht. Was mich betrifft, so ist mir Eis egal. Ich habe einen Typ kennengelernt. Und ein richtig hübscher Junge. Schaut mal. Wow. Okay, dann werde ich jetzt selbst bestellen. Ja, Diana, geh mal los. Dima soll seine Augen öffnen. Au, oh, ich glaube, ich habe mir den Knöchel verstaucht. Diana, kann ich dir helfen? Dima, das war nur ein Scherz. Hey, Eis, nimm unsere Bestellung auf. Layla, was möchtest du? Ich nehme ein Eis mit Banane. Hör zu, Eis, ich verstehe ja, dass Nastia deine Ex ist. Aber das ist kein Grund, uns nicht zu bedienen. Also bitte 4 Tiramisu und 4 Mojitos, bitte. Okay, komm sofort. Mädels, habt ihr das gesehen? Ja. Ja. Was ist mit Layla los? Sie ist eine Schuljournalistin. Ja, aber hast du ihr Oberteil gesehen? Nastia, hast du nicht dasselbe? Ja, ja, Schlange, Biest. Euer Mojito, ich bringe das Tiramisu später. Kann Eis das Tiramisu servieren? Ich möchte, dass er uns bedient. Das wäre mir lieber. Nastia, du machst mich wahnsinnig. Natürlich verstehe ich, dass du rosa bist. Cool. Aber Eis gehört mir. Und bitte fass ihn nicht an. Nastia! Hör zu, Pizza. Ich werde mich selbst um meinen Ex kümmern. Du kannst jetzt gehen. Bitte. Hör mir zu, Kleines. Du bist mir nicht gewachsen. Was hat sie gesagt? Ich bin klein? Also, alle mal herhören. Ich möchte mich öffentlich an meine Freundin wenden. An meine beste Freundin. Oh mein Gott, jetzt wird es einen Moment der Scham geben. Beruhig dich, Layla. Das wird schon alles, okay? Jana, was willst du? Ich möchte mich also an meine Freundin wenden. Eine Heuchlerin. Eine Verräterin. Sie tauschte Freundschaft gegen Liebe. Eine Verräterin. Jana, ich sagte doch, ich rufe dich später an. Verschwinde. Das Ende der Rattenfreundschaft ist also gekommen. Endlich. Mia, wir brauchen Dinge, wie die Bunnies sie gestern gekauft haben. Sehr dringend. Pfoten weg. Es hinterlässt tatsächlich Abdrücke. Und zweitens, es gibt keine Dinge mehr, die die Bunnies gekauft haben. Mist, was machen wir jetzt? Hilf uns bitte. Wir brauchen auch leuchtend rosa Kleidung. Denn die Basketballer scheinen uns abgeschrieben zu haben. Wir müssen uns schick machen, um besser als die Bunnies auszusehen. Kommt her und schaut euch um. Es gibt genug rosa Sachen in der Boutique. Ja. Ja. Wow. Die Frösche suchen rosa Sachen. Wenn sie nur mehr auswählen würden. Shenya, schau mal, was ich gefunden habe. Geh weg. Schau mal, was für ein Sommerkleid ich gefunden habe. Haut eng. Nun, in die Umkleide? Mia, wo ist die Umkleidekabine? Hier. Seid ihr blind oder was? Wow, es ist so ungewöhnlich, sich selbst in rosa zu sehen. Ich sehe so gut aus. Mädels, habt ihr euch entschieden? Ich habe bald Pause. Was hast du noch in rosa? Nun, ich habe noch Taschen. Sie passen gut zu euren Outfits. Schaut mal. Haben. Okay, jetzt sind die Bunnies raus. Jetzt werden uns die Basketballer wieder anschauen und sie werden sehr überrascht sein. Blondie, schau, was ich für dich habe. Ich denke, dieses wunderschöne Haar wird dir sehr gut stehen. Ich muss es anprobieren. Unglaublich cool zu dir. Wirklich? Werden wir es nehmen, Shenya? Wir nehmen es. Lege es nur richtig an. Nun, Mia, danke. Und wir erobern die Basketballspieler. Bis bald. Hey, Frogs. Schnappt euch ein Kaugummi. Wer viel kauft, bekommt Kaugummi umsonst. Ernsthaft? Vielen Dank. Es ist cool, wenn die Bunnies und die Frogs einen Kampf um die Jungs austragen. Mädchen, natürlich verstehe ich das. Wir sind coole, rosa Rebellen. Aber wir dürfen das Cheerleading nicht vergessen. Es ist die Hauptsache. Deshalb nehmen wir jetzt unsere Uniform und ziehen uns für das Training um. Sie sind hier. Komm mit, okay? Hallo Mädels.
Also, wir sind gekommen, um uns zu entschuldigen. Oh, schon wieder diese besessenen Typen. Mädchen, wollen wir mit ihnen reden? Nein. Habt ihr gehört? Nein. Mädchen, das war's. Genug von dem Theater. Ja, wir haben mit den Fröschen geflirtet und es tut uns leid. Knopper, ich liebe Stella nicht mehr, okay? Im Allgemeinen habe ich ein Geschenk für dich. Hier. Oh, das ist so süß. Er hat mir ein Album gekauft. Knopper, lass dich nicht täuschen. Nein, ich bin doch nicht naiv. Jungs, wir brauchen das hier. Kleidung zum Wechseln. Könnt ihr bitte die Umkleidekabine verlassen? Hör zu, Mädels, vielleicht wollt ihr heute das Training ausfallen lassen? Wir können ins Café gehen und uns versöhnen, oder? Was meint ihr? Basketballspieler. Wir haben uns verändert. Was haltet ihr davon? Das ist Quatsch, Mädels. Sie waren in der gleichen Boutique wie wir. Jungs, wir haben jetzt Cheerleading und die Frogs werden mit euch im Café sein. Also, bis dann. Ciao. Frösche in Rosa. Viel Glück, Jungs. Basketballer, wir sind hier. Ihr habt alles ruiniert. Ich hab die Nase voll. Wir haben uns fast mit unseren Mädchen versöhnt, okay? Haben wir unser Geld jetzt verschwendet? Ihr mögt also die Bunnies in Pink, aber uns nicht? Die Bunnies sind unsere Mädchen und ihr seid es nicht. Wir haben uns nur einmal getroffen, okay? Also Leute, was sollen wir denn jetzt machen? Shenya, was sollen wir jetzt tun? So in Rosa. Lass uns in den Club gehen. Ich habe schon einen Tisch reserviert. Los geht's. Nun, Leute, glaubt ihr, dass wir noch eine Chance haben? Ich weiß es nicht, vielleicht. Man muss nur den richtigen Schlüssel für dieses Schloss finden. Max, welches Schloss? Zum Herzen. Nun, Leute, wir werden darüber nachdenken, ob wir unsere Beziehung zu den Basketballspielern wieder aufnehmen oder nicht. Aber im Moment sind wir gerne... Rosa Rebellen! Genau, Rosa Rebellen. Like das Video, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und wartet auf neue, coole Episoden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Also, wir ziehen uns um und trainieren. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nastia, geh und mach Eis nervös. Nein, Diana, das will ich nicht. Eis ist mir nicht mehr wichtig. Ich bin im Allgemeinen mit einem solchen Kerl. Eis, nimm unsere Bestellung auf. Was wollt ihr? Ich verstehe das natürlich, du bist rosa, cool. Oh, vergessen. Mia, wir brauchen Klamotten. Oh, ich kann nicht. Jungs, wir müssen uns irgendwie umziehen. Versteht ihr? Ihr könnt jetzt... Oh. Versteht ihr? 1, 2, 3. Mädchen, vielleicht lass ihr heute mal das Training ausfallen. Wir gehen einfach ins Café und dann... Das ist Mist, Mädchen. Sie waren in der gleichen Boutique wie wir. Das ist Mist, Mädchen. Jungs, wo seid ihr? Die Frösche sind mir egal. Du hast gesehen, was das gerade war. Oh...